Völlig anderen Thema weiter. Deutschlands Wirtschaftsmotor, der stottert gewaltig. Statt mit 1,3 wird nur noch mit 0,2% Wachstum gerechnet. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht, der vor den Robert Habeck heute vorstellte. Als Gründe führte er etwa die schwache Weltkonjunktur und hohe Zinsen an. Mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz plant die Ampel, der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Bislang blockiert das aber der Bundesrat. Heute Abend wird eine Lösung gesucht. Mehr von Klaus Brodbeck. Das Gedränge riesig, obwohl die wichtigsten Zahlen seit Tagen kursieren. Nur 0,2% Wachstum. Frage also an Robert Habeck, wie kommt Deutschland da raus? Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun, die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten. Weniger Bürokratie, mehr Investitionen, Innovationen und Arbeitskräfte, dafür will die Ampel sorgen. Die Inflation, so der Finanzminister heute, sei beherrschbar. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nicht zufriedenstellend. Wir haben eine zu geringe wirtschaftliche Dynamik. Heute mal einig in der Analyse, sonst aber eher selten. Der Streit in der Ampel schrecke Investoren ab, kritisiert die Union. Unternehmen, die in Deutschland überlegen zu investieren, finden so viele Unsicherheiten, so viele Nichtplanbarkeiten, dass eben die Investition dann nicht in Deutschland stattfindet. Die Wirtschaftspolitik der Ampel habe die Wirtschaft verunsichert, sagen auch Wissenschaftler. Was der Ampel fehlt, ist eine klare Zukunftsvision, wo Deutschland hingehen soll und Vertrauen zu schaffen bei den Unternehmen. Denn Unternehmen investieren nur dann, wenn sie Vertrauen in die Rahmenbedingungen, in Zuverlässigkeit haben. Meines Erachtens ist es am dringendsten, wieder für Vertrauen zu sorgen und das Signal zu geben, die Bundesregierung kümmert sich ernsthaft um Wirtschaftswachstum. Das ist ein Schwerpunkt. Genau das soll das Wachstumschancengesetz leisten. Doch es wird derzeit von den Bundesländern blockiert. Ein Fehler klagt die Wirtschaft. Wir brauchen das Wachstumschancengesetz, aber wir brauchen viele andere Wachstumschancen. Nur mit einem Gesetz wird die deutsche Wirtschaft nicht wieder nach vorne kommen. Seit einer Stunde tagt deswegen hier im Bundesrat der Vermittlungsausschuss. Ende eher offen. Dann gehen wir jetzt nach Berlin. Shakuntala, im Vermittlungsausschuss wird aktuell eine Lösung für das sogenannte Wachstumschancengesetz gesucht. Wie stehen denn die Chancen auf Einigung? Ich sag mal salopp 50-50, denn eigentlich scheint ein Kompromiss schon gefunden für den größten Streitpunkt. Die Bundesländer fanden, dass die geplanten Steuererleichterungen, die die Bundesregierung sich da vorgestellt hat, zu viele Einbußen für die Kommunen bedeutet hätten und haben da hart verhandelt. Und wir haben jetzt aus Kreisen der Bundesländer gehört, dass eigentlich ein ganz guter Kompromiss auf dem Tisch läge. Der würde bedeuten, dass das geplante Paket, Entlastungspaket für die Wirtschaft von rund 7 Milliarden auf gut 3 Milliarden Euro zusammenschrumpft. Das ist bitter für die Bundesregierung, scheint aber eben ein Weg zu sein, damit die Bundesländer heute ihr Ja zu diesem Paket geben. Es gibt aber noch ein großes Fragezeichen, nämlich die Frage, wie geht die Union mit ihrer Forderung um, dass die Bundesregierung die Kürzungen bei den Subventionen beim Agrardiesel wieder zurücknimmt. Sie hatte beides aneinander geknüpft, hat gesagt, wir sagen nur Ja zum Wachstumschancengesetz, wenn diese Kürzungen wieder zurückgenommen werden. Da macht die Bundesregierung öffentlich bisher aber keine Anstalten dazu. Und da ist die spannende Frage heute, wie bekommt man dieses Problem gelöst? Welche Seite bewegt sich da und gibt es da eine Lösung? Vielen Dank für deine Einschätzung, Shakuntala, nach Berlin. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine hat die EU das 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Es ist gegen mehr als 200 Personen und Unternehmen gerichtet, mit denen keine Geschäfte mehr gemacht werden dürfen. Die EU will auch gegen Firmen in der Türkei und China vorgehen, weil die im Verdacht stehen, Sanktionen gegen Russland umgangen zu haben. Wir schauen jetzt nach Thüringen, wo die politische Situation einige Monate vor der Landtagswahl sehr aufgeheizt ist. Der Staatsschutz ermittelt nach diversen Attacken auf Gebäude, in denen Politiker wohnen oder arbeiten. SPD-Kommunalpolitiker und auch die thüringische Landtagspräsidentin von der Linken sind betroffen. Mehr erfahren wir jetzt von Mona Trebing.
SPD-Kommunalpolitiker Michael Müller vor seinem Haus in Schnepfenthal in Thüringen. In der Nacht zum Montag wurde es von bislang Unbekannten in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Schließt auch eine politisch motivierte Tat nicht aus. Müller organisierte zuletzt unter anderem eine Demo für Demokratie. Er spürt eine Veränderung. Der Umgang werde rauer. Nicht nur in der Politik, also auch, ich sage jetzt mal, am Stammtisch oder bei Social Media oder wenn man in der Familie redet. Und das finde ich einfach schade. Solche Angriffe häufen sich gerade in den letzten Tagen in Thüringen. So wurde etwa das Wahlkreisbüro der linken Landtagspräsidentin Birgit Pommer mit Hakenkreuzen beschmiert. Eingeworfene Scheiben in zwei SPD-Büros. Eines vom Bundestagsabgeordneten und Ex-Biathlon-Olympiasieger Frank Ulrich. Auch die AfD meldet Zwischenfälle. So hätten Unbekannte vor einem Bürgerdialog Schlösser dieser Stadthalle zugeklebt, sodass sich Türen zunächst nicht öffnen ließen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen. Thüringens Innenminister Mayer in Sorge. Protest gehört zur Demokratie dazu, die aber die rote Linie überschreiten und meinen, das wäre jetzt machbar. Und mit jedem Tabubruch geht es ein Stückchen weiter. Und dem müssen wir entgegenwirken. Mit stärkeren Repressionen einerseits, aber auch mit einem gemäßigteren Ton der Politiker untereinander, so Mayer. Um einer weiteren Zunahme politisch motivierter Straftaten entgegenzuwirken. Sowohl rechts als auch links nehmen die Straftaten zu. Allerdings die Bedrohlichkeit auch für unsere Demokratie ist eindeutig stärker von rechts. Auch das Bundesinnenministerium ist alarmiert und will eine Anlaufstelle für bedrohte Kommunalpolitiker einrichten. In Deutschland ist die Zahl mutmaßlich politisch motivierter Übergriffe auf Geflüchtete deutlich gestiegen. Nach Angaben des Innenministeriums registrierte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 2.378 solcher Fälle, darunter 313 Gewaltdelikte. 219 Menschen wurden dabei verletzt. Somit haben sich die Straftaten gegen Flüchtlinge im Vergleich zum Vorjahr annähernd verdoppelt. Schlepperbanden verdienen viel Geld mit dem Leid von Migranten. Jetzt sind Sicherheitsbehörden mit einer europaweiten Großrazzia gegen Schleuser vorgegangen, die Geflüchtete über den Ärmelkanal illegal nach Großbritannien gebracht haben sollen. Thomas Münden berichtet. Am frühen Morgen greift die GSG 9 zu. Gleichzeitig sind allein in Nordrhein-Westfalen 700 Beamte an 20 Orten im Einsatz. Teilweise müssen Türen aufgesprengt werden. Die Verdächtigen gehören zu einem irakisch-kurdischen Netzwerk. Sie gelten als bewaffnet und gefährlich. 15 internationale Haftbefehle sollen bisher vollstreckt worden sein. Es handelt sich um einen gemeinsamen Einsatz der Bundespolizei zur Bekämpfung der Schleusung von Migranten in kleinen Booten über den Ärmelkanal. Die Bande soll dabei auch minderwertige Schlauchboote vermittelt haben. Die Migranten stammen hauptsächlich aus dem Nahen Osten und Ostafrika. Vorausgegangen war eine 1,5-jährige Ermittlung von Europol. Bei der Razzia heute Morgen schlagen die Polizisten dann in mehreren Ländern gleichzeitig zu. In Frankreich, Belgien, Großbritannien und in 4 deutschen Bundesländern, Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein, mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete die Razzia am Nachmittag als wichtigen Schlag gegen skrupellose Kriminelle. Morgen wollen die Ermittler bei Europol nähere Informationen zu den Hintergründen der Razzia und den Vorwürfen gegen die festgenommenen Personen bekannt geben. Das Verkehrsministerium hat die Vergabe neuer Gelder für Wasserstoffprojekte vorerst gestoppt. Die sollen erst noch einmal überprüft werden. Grund ist eine Affäre um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Förderung im Jahr 2021. Verkehrsminister Wissing hatte deshalb in der vergangenen Woche personelle Konsequenzen gezogen und einen Abteilungsleiter von seinen Aufgaben entbunden. Das Atommüllzwischenlager Gorleben soll bald mit einer Schutzwand abgeschirmt werden. Um gegen mögliche Terroranschläge oder kriminelle Handlungen gewappnet zu sein, entsteht in den nächsten 3 Jahren außerdem eine neue Sicherungszentrale. Die Schutzwand wird rund um die Halle mit hochradioaktiven Abfällen errichtet. Gorleben ist zwar nicht mehr als Endlager vorgesehen, weil dafür aber noch kein Standort gefunden ist, wird das Zwischenlager wohl noch Jahrzehnte weiter genutzt. Kinderärzten weltweit ist aufgefallen, das Phänomen der verfrühten Pubertät bei Mädchen und Jungen hat in der Zeit der Corona-Einschränkungen sprunghaft zugenommen. Danach wurden 20-30% mehr solcher Fälle erfasst. Das zeigen Daten aus Europa, China und den USA.
Mögliche Erklärung, so die Universitätskinderklinik Bonn: Kinder haben in der Pandemie mit den geschlossenen Schulen mehr gegessen, sich weniger bewegt und hatten eine höhere psychosoziale Belastung. Übergewicht und psychische Verfassung können Einfluss auf den Beginn der Pubertät haben. Schlechte Noten in den PISA-Studien, Lehrermangel, Integrationsprobleme, das Bildungssystem in Deutschland steht unter gewaltigem Druck. Inwieweit der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht da helfen kann, das ist ein Thema, das zurzeit auf der Bildungsmesse Didakta diskutiert wird. Cengiz Ünal hat eine Schule besucht, die Erfahrungen mit KI sammelt. Unterricht in der 7. Klasse am Gymnasium Köln-Pesch. Englischlehrerin Viktoria Schöneberg schickt die Aufgaben über eine App an die Schüler. Jeder hier hat ein eigenes Tablet. Die Schülerinnen und Schüler können sich frei entscheiden, ob sie eine digitale Heftführung wählen, auf die ich auch ein bisschen Zugriff habe. Also ich kann mit dem Programm dann sehen, was gearbeitet wurde und kann auch direkt Anmerkungen vornehmen. Oder ob sie eben in ihr normales Heft schreiben. Einige in der Klasse gehen schon ganz unbefangen mit dem Thema ChatGPT und künstlicher Intelligenz um. Egal, welche Frage man dem Chatbot stellt, er findet eine Antwort. Ich benutze ChatGPT manchmal, um mir Lernpläne zu erstellen lassen für bestimmte Themen, damit ich auch mal ein bisschen mich gut auf Arbeiten vorbereiten kann. Wenn ich zum Beispiel nicht so richtig die Information zum richtigen Thema weiß, dann benutze ich halt ChatGPT. 53% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben bereits ChatGPT genutzt. Künstliche Intelligenz, ein großes Thema auf der Bildungsmesse Didakta in Köln. Nützlich auch für Lehrkräfte. Sie könnten schon bald mit wenig Aufwand Materialien erstellen, die gezielt schwächere und stärkere Schüler adressieren. Man muss sich nicht mehr auf die Erstellung des Materials so sehr konzentrieren, sondern man kann sich sehr viel mehr mit dem Inhaltlichen eigentlich auseinandersetzen. Der Unterricht aus einem Guss für alle wird also ein Stück weit aufgelöst. Es gibt mehr Freiräume für individuelle Förderung. Doch mit dem Ausbau der Infrastruktur ist es längst nicht getan. Die Lehrer müssen damit arbeiten wollen und können. Ich glaube, dass Fortbildung wirklich ein entscheidender Punkt ist und auch eine Aufklärung. Und sicherlich auch, dass wir Lehrerinnen und Lehrer dem halt auch offen gegenüberstehen bei allen Ängsten und Sorgen, die wir haben. Das ist nun mal schon sehr revolutionär. Nun kommt es darauf an, die neuen Möglichkeiten gezielter einzusetzen. Jetzt, Christine, kommen wir zum Paukenschlag bei Bayern. Thomas Tuchel.